Haben wir keine Eigentlich Fackeln? fast nur. Nur noch Bretter. 6, 12, 24 Bretter brauchen wir noch. Wo sind denn die Fackeln? Hier in der Werkstatt, in der Truhe. Ja. Wie viele Bretter hast du? Ich habe nur Holzstämme, dann bin ich erfroren, deswegen musste ich zurück. Ah, okay. Aber ich habe 10 Holzstämme, also ich habe dann 20 Bretter. Gut, da brauche ich nur einen Baum für, dann haben wir die 24. Ich friere echt nur, wenn ich ins Wasser gehe. Das ist ja bei mir das Gleiche. Tatsächlich. Na, hole ich kurz die Fackel raus und dann geht's wieder. Also mit Fackel in der Hand kann ich durchs Wasser gehen, ohne zu frieren. Ja, das ist die Wärme, wo die abstrahlen, ist halt schon, also. Reicht das, wenn ich mit der Fackel neben dir stehe? Ich friere gerade nicht mehr. Ich habe noch 15 Holzstämme, lege ich da ins Lager, ne? Ja. Haben wir nicht, ja, haben wir nicht letztes Mal auch irgendwo was freigeschalten, wo wir bauen können? Wir könnten einen Hühnerstall bauen. Ja, aber du meintest, Hühner, Tiere sind sehr teuer. Die und der Unterhalt, wobei ich da jetzt nochmal nachgeguckt habe, so teuer sind sie dann doch nicht. Also sie sterben nicht, wenn sie kein Futter haben. Hm. Wie sieht's aus? Wie viel... Wie heißt es gleich wieder? Ach Gott. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Das heißt nicht Miete, sondern... Steuer. Steuer, genau. Das, was ich noch nie gemacht habe. Wir sind bei 1063. Eieieiei. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich... Langsam... des Winters, genau, den Rest des Winters Sachen sammeln, um zu verkaufen und dann komme ich mal mit den restlichen Brettern an. Na toll, jetzt ist mein Hammer kaputt gegangen. Das waren zwei Kupfer, glaube ich, und ein Holzstamm. So, Jagdhütte fertig. Cool, das kann man hier alles herstellen. Recurve-Bogen. Ich würde sagen, ich klaue mir noch ein bisschen Beigericht. Dann schmeiße ich erstmal das restliche Material, was ich noch alles in der Hand habe, zurück in die Truhe. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Mine. In der Hoffnung, dass keine Bären da sind. Was willst du in der Mine? Kupfer bauen, in Kupferbarren umwandeln, die kann man gut verkaufen. Ich hätte, ja, kann man machen. Weiß nicht, dann sollten wir es lieber weiter hochfabrizieren, wenn überhaupt. Also, es ist halt wertvolle Rohstoffe, die wir einfach rausgeben, ehrlich gesagt. Aber, weiß nicht. Was würdest du machen wollen? Entweder du kannst so diese Holzsachen ganz gut herstellen. Essen lässt sich auch sehr gut verkaufen. Das wollte ich gerade sagen. Essen? Und das ist halt eine nachwachsende Ressource. Also das, weil dieses, wenn wir Kupfer und Bronze verkaufen, was wir hier in der Nähe der Mine, das ist dann weg. Und da ranzukommen, ist dann halt deutlich schwieriger. Wieso die Mine? Hält die sich wieder auf, oder was? Ja. Achso, ja, dann ist scheißegal. Das deswegen ja. Sonst würde ich das ja nicht sagen. Die lädt sich sowas von schnell wieder auf. Das glaubst du gar nicht.
Ich komme rein und fast schon täglich, spätestens zu jeder Jahreszeit ist die Höhle da hinten wieder voll. Und wie ist der Gewicht-zu-Preis-Verhältnis? Also es ist ja relativ schwer, diese Barren. Das kriegt man pro Barren. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Moment, Barren gibt 27. Pro Barren, ja? Kupfer, ja, 27. Zinn gibt was 40. Wiegt der? Ein Kupfer wiegt 1 Kilo. Kann man das nachsehen? Das sind Preis. Ja. 10 Kilo für 42 Münzen ist ein schlechter Kurs. Ist nicht irgendein anderes Objekt, was einen besseren Kurs hat? Gleich bringt 4 pro Einheit. Die Suppen. Was ist mit. Ja, so also bescheuerte Arme. Gebratenes Fleisch bringt sogar 8. Vielleicht sollten wir doch auf. Getrocknetes Fleisch bringt auch 8. Dann sollten wir vielleicht ein paar Wiesens. Ja, das ist halt sehr viel Geld, ne? Und die kannst du dann auch im Lager vorher eben herstellen und dann direkt in die Stadt verkauf gehen oder so. Warte mal, ich guck mal eben kurz, ich sortiere mal unser Warenlager nach Preis, ja. Was haben wir denn hier? Oh, wir hatten eine Eisenarmbrust gefunden. Ich? Bei unserem Abenteuer da hinten. 740. Also die Hälfte ungefähr. Kirschwein, den können wir verticken, verbrauchen wir eh nicht, ne? Genau, den ganzen Wein können wir verticken. Das teuerste, was wir im Nahrungsmittellager haben, ist Met. Und der bringt 160 pro Flasche. Also gehen wir Wiesens jagen. Met und Roggenbier habe ich auch noch. Ich würde jetzt Weidenkörbe ein paar machen, weil die Stöcke müssen sowieso weg. Oder? Wolle wäre auch super, wenn wir Schafe haben, weil das ist super leicht. Und bringt halt 60 ja, pro halbes Kilo. Wolle haben wir noch nicht. Guckt mal geschwind, was ein Eintopf bringt. Also das lässt sich auch relativ easy herstellen, oder? Ja. Eintöpfe. Warte mal, ich gehe mal ins Nahrungslager. Bin schon da. Also, ein Weidenkorb hat 0,5 Kilo und... Eintopf bringt 18. Ja, und ich glaube auch, das nächste Problem ist auch mit den... Das ist zwar eine coole Idee mit den Minen abbauen, aber ich glaube, die Opportunitätskosten sind sehr hoch. Also das Dahinlaufen, das Abbauen, das Weiterprozessieren dafür. Und bei Nahrung haben wir im Prinzip eigentlich einen Selbstläufer, ja? Das können wir automatisieren und müssen das Zeug nur abgreifen. Stimmt doch, ja, oder? Das Erz abbauen und herstellen können wir auch, wird auch automatisiert. Ja gut, das über die können Zeit. Wir automatisieren. Ja, okay, sorry. Man kannst alles automatisieren im Spiel. Cold. Wenn Marc schön von der Kiste weggehst, bitte. Ja. Dann kann ich nämlich, dann, weil ich habe glaube ich gesehen, wir haben noch 89 Kohl, dann mache ich mal Kohlsuppen. Ihr könnt ja jagen gehen, aber ich mache mal Kohlsuppen. Weil das ist dann, wobei halt, was hast du gesagt, bringt eine Kohlsuppe? Ein Eintopf bringt 18, Kohlsuppe weiß ich nicht. 25. Das Problem bei der Kohlsuppe ist, da ist auch jedes Mal ein Holzschälchen dabei. Ja. Wo werden die? Ja, aber die kriegst du ja im Fünferpack. Wenn du die, wir haben jetzt im Lager haben wir über 70 Holzschälchen. Also klar, die werden im Fünferpack produziert. Die sind nicht teuer. Da brauchst du, glaube ich, immer nur einen Holzstab für 5 oder so. Dann koche ich mal weiter. Holzschale bringt ein. Soll ich da noch ein paar Holzschalen herstellen oder? Brauchst du, glaube ich, gerade. Stück haben. Kann ich mir die Eisenarmbrust mal nehmen? Wenn es ein Materiallager ist, nimm sie dir. Ah, die ist halt schon teuer. Kann man auch verkaufen. Die macht halt können ordentlich wir auch Schaden. Machen. Da müsste halt auch Schaden, kann ich Pelz und Leder drin sein. Das könnten wir auch schon verkaufen. Ich denke, wir dürften kein Problem haben. Ich habe 200. Ich schmeiß mal auch mal alles ins Warenlager. An Münzen, was ich habe, weil du hast mir auch letztes Mal welche gegeben. Ja, ich hab gar kein Geld mehr. Macht der NPC bei euch das gleiche wie bei mir? Wahrscheinlich kniend nicht. Über den Boden schlittern? Ich sehe ihn gerade nicht, ich weiß nicht, von was du redest. Was bei dir immer im Spiel, du wirst von einem Viechern angegriffen, die NPCs machen komische Dinge, was ist bei dir los?
Was fragst du mich das? Das Spiel ist halt so drauf. Ist dein PC? Der sollte mehr als ausreichend für das Spiel sein. Holzschein, da. Ich habe einen Ryzen 7 5800, 32 GB RAM. Seit wann nimmst du mich ernst? Boah, ist die schick, die Bar, Ambros. Boah. Da muss ich gerade mal auf irgendein Tier schießen. Warte mal. Boah. Also ich mach mal 35 große Suppen. Ja. Soll ich mal Bison angreifen? Das will ich gleich machen. Man macht das mal zusammen. Ja. Schau, blauer. Ich stell gerade noch ein paar Wurfgeschosse her. Stimmt, ich könnte mir eigentlich auch mal wieder Bogen machen. Haben wir, ich hatte irgendwie keinen Leinenstoff gefunden für Bögen. War voll drüber. Das ist ein Wolf. Die Eisenambrust hat ihn einfach weggefetzt. Hartmut, du kannst in den Einstellungen kannst du alles einstellen. Also du kannst erstens gibt es einen Knopf, wo du mit einem Roundabout alles machst. Du kannst aber auch die Crafting-Zeit nach oben stellen, wie viel XP und so weiter, kannst du alles einstellen. Aber wenn du jetzt überlegst, also das Balancing passt eigentlich, aber wenn du jetzt überlegst, ich mache jetzt eine Kohlsuppe in 8 Sekunden, das ist aber ein Teller. Du machst ja normalerweise keinen Teller, sondern du machst ja einen Topf. Und wenn du wieder siehst, dass ich eben 35 mache und dafür dann eben jetzt hier eine Minute rumstehe, ist immer noch wenig, wobei das wieder auf Spielzeit gerechnet wieder eine Stunde oder zwei ist, dann kommt es wieder ungefähr hin. Also das Balancing passt schon ungefähr. Hi Kindle. Hi. Wolf, der will einfach nicht sterben. Ich glaube, der ist gerade umgefallen. Hab ich ihn getroffen? Ja. Der ist auf jeden Fall tot. Heute will die auch mal, ne? Hast du nicht hier hinten noch einen abgeschossen? Ja, hier in der Kurve liegt einer. I'm not superstitious, but I am a little stitious. Wollen wir dann zu den Wiesens? Yep. Ich spann schon mal meine Armbrust vor. Kann man die schon mal vorbereiten, das ist ganz praktisch, unsere Armbrust. Das ist unser Dorf, dann sind die Wiesens in der Richtung. Da ja, da ist doch schon das erste. Dann lassen wir mal den Fluss hier zwischen uns, ne, und beginnen von der Distanz aus, glaube ich, den Kampf, ne? Jo. Wie Kindle und ich beim letzten Mal auch schon gesagt haben, bereit? Jo. Vorher. Es hat genug Tiefe, aber trotzdem, also es ist eine gute Mischung gerade so. Ich wünschte mir auch manche Dinge dann noch ein bisschen mehr. Also zum Beispiel einen Baumstamm erst entrinden, um dann Bretter draus machen zu können oder so Zwischenschritte, dass man Leder halt auch erstmal gerben muss, bevor man es verwenden kann oder sowas, aber heute ist das andere wie sind. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Da hätte von mir, meiner Seite aus, gern mehr Spieltiefe rein können, aber es ist trotzdem angenehm im Allgemeinen. Wie viel ist da rausgekommen bei den Wiesen? Ich habe, glaube ich, 3 Holzbolzen habe ich rausgekriegt. Nein, ich meine, wie viel Material?
90 Fleisch. Obwohl, nee, das war ja ein Wolf mit dabei. Ah, 70, 80. Okay, warte. Nächster kommt schon ange. Ich verpasst ihm einen, ja? Jupp. Kopfschuss. Weiß gar nicht, ob das Trefferzone hier gibt, aber. Hey, jetzt hör auf zu dodgen! Also ich schlage lieber in Deckung, ne? Ah, sehr schön. Bin Sperrläufer, aber cool, ja. Jetzt holte ich das Viech mal. So, dass sie auch die Speere rauskriegen. Ich gebe dir deine Speere wieder. Mit den Speeren ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Nett, dass man die Dinger werfen kann, ne? Ja, das ist. Da liegen sie. Die sind leider blöd gerollt. Muss ich nur noch. Da sind die zwei Speere, die ich daneben geworfen habe. Das Problem ist. Hier ist auch noch einer. Habe ich dreimal daneben? Okay. Das Schöne ist, die verlieren 20%, wenn du so ein Ding wirfst. Und je nachdem. Anwendungen. Ich habe jetzt 100 Fleisch. Würde die jetzt braten? Dann weiß ich nicht. Oder ich verkaufe die einfach. Oh, was ist der Unterschied? Wie viel bringt ein gebratenes? Wie viel bringt der Zwischenschritt? Gebraten bringt 8 und roh halt 4. Plus die XP. Und du bekommst XP beim, also beim Kochen kriegst du XP. Ja, jetzt werde ich 100 Mal braten, das heißt, ich kann irgendwo meine hier bei einer Real Life Küche was machen. Ja. Dann stelle ich mich mal an den Grill, ne? Ganz schön überladen, aber das passt schon. Ja, ich kann das auch das Leder könnten wir auch verticken, ne? Dann laufe ich halt überladen zum nächsten Dorf, ist ja egal. So. Wo ist denn die Küche hier? Zentral in der Mitte. So, dann mal 100 gebratenes Fleisch. Ich verabschiede mich kurz in eine Minute. Das dauert ein bisschen, ja? Ja. Nämlich 200 Sekunden sind, kann ich rechnen, 5 Minuten. 3 Minuten 20. Ah, guck mal, du bist besser als ich. Du hast recht. Ich kann nicht rechnen. 300, warte mal. 600, eine Minute sind 60 Sekunden. Ja, 600 Sekunden sind 10 Minuten, also 300 Sekunden sind 5 Minuten. Ja, okay, ich kann nicht rechnen. Ich bin gleich wieder da. Verputzt du gerade? Ja. Hast du ja auch den Skill geholt, ja? Ja. Dadurch leveln wir wieder und haben gerade zum Beispiel das Haus freigeschalten. Was heißt, die Arbeit, die ich hier mache, kann ich mir sparen, weil ich will natürlich mir jetzt ein Haus bauen. Feel my fingers. Wären die Pfützen hier nicht im Weg? So, ich habe schon mal dein neues Haus platziert. Nee, meins kommt mit Seeblick und Bergblick. Ah, okay. Das muss schon. Kürzen Stein brauche ich. Okay. Holst du das Haus doch zu Ende? Ja, also ich würde. Das bringt immer was. Da zieht er dann einen NPC ein. Aber Kalk ist halt alle. Aber ich lasse schon eine Dame Kalk abbauen. Also, wobei jetzt, wenn wir jetzt brauchen wir wieder Stein, dann machen wir mal 50-50. Wir haben jetzt auch zwei, die in der Grube arbeiten, genau. Das heißt, wir können jetzt 50-50 machen bei der Grabung. Das heißt, 50% Kalk.
Und 50% Stein. Ich weiß nicht, ob wir sie auch noch Lehm sammeln lassen sollten. Da das Feuer gerade besetzt ist, werde ich mal ebenfalls ein bisschen anbraten. Bei mir sind es genau 3 Minuten. Ein bisschen Stein sammeln kann ja auch nicht schaden. Also ich finde es praktisch beim Minenabbau, dass man genauso viel Erz bekommt, wie man auch Stein bekommt. Eigentlich in der Regel immer 6. Okay. 80 Fleisch. Ich bin erst bei 30. Wir haben gerade Haus freigeschalten. Also das größte jetzt. Ich habe schon eins platziert. Das will Hörnchen nicht haben. Ja. Aber du kannst gerne trotzdem verkaufen gehen, wenn du das möchtest. Ja, ich würde jetzt gleich in die Stadt aufbrechen. Mal gucken, ob man da noch irgendwo Arbeit kriegt. Hat gerade jemand die Hände frei? Und mag mal nachgucken, was denn notwendig ist, damit wir Palisaden oder Mauern bauen können? Das ist, Moment, das ist bei Technologie und zwar war das Technologie? Also weit habe ich noch nicht gespielt. Bei Bauhütte kannst du einen Eisenzaun und Eisengatter bauen. Bei Minen Schmuckgartenzaun. Da, Palisade. Ab dem nächsten Level Bautechnik kannst du Palisaden bauen. Einfaches Holzgatterzaun und Palisade, ja. Und dann könnten wir ja so langsam mal anfangen, das Dorf in Anführungszeichen zu befestigen. Die Betonung liegt, glaube ich, auf langsam, aber ja. Weil ich denke, da wird mal die ganze Insel drumherum, oder? Mhm. Karren kann man keine bauen, weil was auch so ein bisschen schade ist, die NPCs bringen ja das Zeugs magisch ins Hauptlager. Also es spawnt da einfach hin. Ist wahrscheinlich der 3 Tage ist ein Jahreszeitrhythmus geschuldet. Das hält ja so ein Dachs aus. Eigentlich nicht viel. Für einen Dachs brauche ich eigentlich nur einen Holzspeer direkt ins Gesicht. Ja, ich habe nur einen Arsch getroffen. Jedenfalls ist er auch tot. So.
Wo ist Kinne? Ah, Kinne ist schon. Gen. Ja, ich bin schon mal losgelaufen. Keine Zeit. Ich hätte dir sonst noch mein gebratenes Fleisch mitgegeben. Ich bin schon so überladen. Ja, brauchst einen größeren Rucksack. Sichtlich. Ich habe jetzt 138 gebratenes Fleisch. Der Jude ist gerade mit dem Fatal Arrow abgestürzt. Okay. Kann man Zwischenwände einziehen? Nein, du kannst aber innen ein bisschen dekorieren. Ja. Ich habe auch gesehen, dass man draußen Pflanzenkübel anbringen kann, unterm Fenster zum Bleistift. Ich werde mal meine Pfeile wegpacken. Du kannst sehr viel dekorieren. Sitzungscode aus der Zwischenwand. Verband. Ah. Und 2C. Jetzt. Schon Kindle ist dabei. Einer habe ich. Oh, ich glaube, ich werde noch eine weitere. Was ich immer noch nicht ganz gesehen habe oder verstanden habe, ob, wenn die NPCs automatisiert was für uns machen, wir trotzdem XP für bekommen. Also da, nicht die eigene XP, sondern Technologie, also da, wo man Gebäude freischaltet. Hm. Überladung. Ich weiß, dass ich überladen bin. Gut, keine Ahnung, was das war, aber ich bin wieder drin und es ist nichts passiert. Ich bin immer noch an der Position, wo ich geblieben bin. Wo ich war. So, ein Händler, komm mal her. Können jetzt nicht alle schlafen gehen. Komm mal jetzt hier aus deiner Butze raus. Ich weiß nicht, wenn ihr hier aufsteht, dann klaue ich euch hier das Dorf leer. Es hört sich so an, als wären die Wölfe, die ich hier nahe der Mine getötet habe, respawned. Hier nehme ich deren Gejaule. Ja, das hörst du immer, wenn du über die Brücke drüber gehst, hörst du immer irgendwie. Gucken wir mal, ob die Bären auch respawned sind. Weiter tot. Basel Macken wollen nicht mehr reden. Sollen wir uns hinlegen? Ich raub sie gerade alle aus. Ja. Ich glaube, Slang, die Idee mit der Palisade bauen ist eine sehr gute. Wieso? Ja, wenn der Kindle überall alle rausraubt. Verdorbenes Federn und Stock. Ja, das Fleisch, das ich aus den Bären gewonnen habe. Ist definitiv schlecht geworden.
Ich hab denn jetzt Brennholz, Äxte und so geklaut. Was sind noch? Du kannst bald nicht mehr laufen, oder? Nee, kann mich jetzt schon kaum noch bewegen. Gibt's hier Brennholz immer mit, ne? Brennholz ist eine gute Idee, dann mache ich auch mal schon 5. Bretter. So. Okay. Rechts. Ich würde ja gerne das. Kann ich das Fleisch nicht einfach droppen und dann am nächsten Tag verkaufen oder so? Das vergammelt ja draußen. Achso. Dann behalte ich es doch lieber. Deswegen nochmal meine Frage: Sollen wir uns kurz alle schlafen legen oder? Ja, ich müsste halt zurück mit meinem überladenen. Nee, Inventar. Musst du. Wo so bist du? In dem anderen Dorf. Nicht in der Hauptstadt? Nee. Okay. Zur nächstgelegenen Siedlung gelaufen. Wie für das Sinnvollste. Honigwaben. Schau ich auch mal. Selber schuld. Ein gutes altes Zahlenschuss hätte er gestern getan. Ein Zahlenschuss. Ja. Hexe, verbrennt ihn. Kann ich nicht auch so ein Schwein klauen hier? Oh, nein. Das ist ein süßes kleines Ferkel. Schweine bringen uns nichts. Wir haben keinen Schweinestall. Ah, gut. Ah, ich könnte es töten und das Fleisch verkaufen. Ob das so eine gute Idee ist. Ich bezweifle es sehr extrem stark. Säckchen. Ach, nimm's mit. Zack. Schlafen die hier? Was passiert eigentlich, wenn ich so einer Bude klaue, wo die pennen? Kriegen die das mit? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Fackeln mehr. Soll ich's rausfinden? Oh ja, das sind die. Okay. Ja. Das kriegen die mit. Ah, okay. Weiß ich Bescheid. Darf also keiner im Raum anwesend sein. Du hast dich gerade bewegt. Reden die vielleicht nicht mit mir, weil ich schmutzig bin? Möglich? Ne, nee, um die Uhrzeit pennen sie noch. Wenn sie im Bett liegen und du keine Mission für die machst, dann stehen die nicht auf. Kirschwein und Ale. Stehlen. Schlimmstfalls schaffe ich den Weg zurück nicht. Was machst du schon wieder? Ich friere und ich habe keine Fackel dabei. Das ist auch meine letzte ausgebrannt. Dein Gewebebretter. Und wenn ich überpackt renne, scheint das nicht genug zu wärmen. Nee. Das kühlt aus. Und ich höre gerade wieder Wölfe knurren. Yep. Bin erfroren. Was? Das habe ich noch nicht geschafft. Ja, dann gehen wir mit 30 HP halt in die Mine. Okay. Farmen. Der hat auch noch coole Sachen hier in seiner Truhe, aber kein Platz mehr. Wir haben es 0.43 Uhr, also nur noch 2-3 Minuten, dann ist Tag. Nein, es ist 0.02 Uhr. Nee, meine Uhr sagt 0.50 Uhr.
habt ihr denn eine Uhr? Wenn du Karte guckst. Ah, da, oh ja, ich sehe es nur 52. Minus 7,3 Grad. Ich würde erstmal vorschlagen, dass jeder von uns, wenn er Lust hat, sich so ein großes Haus baut oder auch gerne helfen dabei. Und dann entscheiden wir mal, was wir unseren NPCs gönnen, ob wir denen auch etwas Größeres gönnen, also die Kleinen abreißen und nach in große Buden umziehen lassen oder die Kleinen stehen lassen. Ja, die kriegen ja eh nur ein Kind. Reicht das nicht, wenn sie denn die kleinen Häuser haben oder brauchen sie da die mittleren? Die kleinen reichen theoretisch aus. Also für Kinder kriegen reicht es vollkommen aus. Der Vorteil in Anführungszeichen von den großen ist mal wieder die Zufriedenheit. Zufriedenheit heißt mehr Produktion. Da kann man sich halt überlegen, ob wir dann halt gucken, okay, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal jemanden vom Brunnen einstellen, weil Wasser braucht man auch zum Backen zum Beispiel. Also Wasser wird neben dem normalen Trinken auch noch für anderes gebraucht werden, um dann einfach zu sagen, okay, so ein normaler Wasserträger, der darf halt nur in der Holzhütte kleinen und dann der Schmied, der wird sich eine große Bude gönnen dürfen oder sowas, aber das können wir ja spontan entscheiden. Da müssen wir ja jetzt nicht alle Häuser umbauen. Nee. Wir können sie gerne erstmal verputzen alle. Naja, dann größere zu bauen? Das ist nämlich genau die Frage. Ja, für Singles können wir immer noch die Kleinen stehen lassen. Wann gehen die an ihr Tagwerk, die NPCs, um 6? 6, 7, ja. Wobei ich hier schon welche mit Fackel rumrennen sehe. Ja, das sind wahrscheinlich die Arbeitsscheuen. Die Harzer, ja. Ich scheine zu viel Zeug mit mir rumzuschleppen. Na gut. Zu viele Holzspeere. Eine Menge Bretter geklaut, bring ich alle mit, ne? Hm. Sehr gut. Ich hab das Gesamtgewicht. Gesamtgewicht in meinem Inventar 46 Kilo. 53 kann ich tragen. Kein Wunder, dass ich ständig überladen bin. Ich hör mal auf zu flexen jetzt, wie viel Kilo ich gerade mit mir rumschleppe hier. Scheiße. Ich hab das halbe Dorf eingesackt. Also der Tour war noch cooler Shit. Eine Kupferachs nehme ich noch mit, ein paar Bretter noch. So. Beinholz auch noch. So, jetzt bin ich bei fast 100 Kilo. So, ich kann nicht mehr laufen offiziell. Ich kann schon ab 80 nicht mehr laufen. It sure is frosty. Hast du irgendwas in Stärke geperkt, dass du mehr tragen kannst? Nee, den habe ich noch nicht. Ich bin bei 58 Kilo, was ich insgesamt tragen kann. Sind das gewichtvollste, was ich. Ich glaube mal ein bisschen was von dem Leder, damit ich mich wieder bewegen kann. Oh, ich bin schon über 100 Kilo, 96, kann ich immer noch nicht laufen. Ja, jetzt kann ich mit 94 Kilo kann ich noch laufen. Okay. Klar, logisch.
Also 40 Kilo Übergewicht. Knapp, ja. Scheint das Limit zu sein. Also ich sage mal, Frühling, rum, kann man jemand gucken, was, das müsste glaube ich an der Wissensdatenbank steht, was man für Tierfutter braucht. Wonach? Tierhaltung. Ein Maultier. Du kannst 5 Kilo mehr tragen. Insgesamt werden es dann 15. Da ist ja schon Maultier freigeschaltet, einen Perk. Tierfutter, ne? Ja. Das ist ein Verbrauchsartikel wahrscheinlich, ne? Aufspüren von Tieren im Prüfmodus. Ja, ist sogar richtig hart schleichen. Gibt's denn da auch noch einen Finisher? Wissen, Tierhaltung. Weil dann könnte man Hühnerstall, weil die Esel und Pferde bringen natürlich auch den Vorteil, man kann auf denen reiten und I need more clothes.